Willkommen zurück hier bei Let's Play Tomb Raider Legend. Eventuell wird das hier jetzt die letzte Folge. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die letzte Folge wird. Wir haben in der letzten Folge hier diesen Buddha geöffnet. Das klingt sehr weird. Und... Mist. Naja, eins nach dem anderen. Genau, notfalls nimmst du einfach eine Granate. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Woher wusstest du, dass es dort ist? Gib mir ein paar Sekunden, okay? Merkt euch diesen Ort genau. Mehr sage ich dazu jetzt gerade erstmal nicht. Es ist zerbrochen, aber vielleicht? Wenn nicht mehr passiert, war das alles nur Zeitverschwendung. Ich schätze, langsam sollte ich rausfinden, wie ich hier rauskomme. Könntest du Excalibur mal schwingen? Nur so zum Spaß? Das ist ein unbezahlbares Artefakt, kein Spielzeug. Ist ja gut. Fancy. Na gut. Ja, verdammt. Tja, jetzt wissen wir, wie Arthus König wurde. Lauf, Lara! Ja, wenn Lara laufen würde, das ist ja die Sache. Hier muss es sich doch so strange bewegen und ja, das war ein kleines bisschen zu spät, glaube ich. Stattdessen ist Lara jetzt mit dem Schwert verschwunden. Auf Wiedersehen. Ciao mit Au. Tja, jetzt wissen wir, wie Arthus König wurde. Das ist halt echt wieder so ein Part, den kann ich in dem Spiel halt einfach nicht leiden. Weil das Ganze sich selber immer nicht so wirklich... Ja, das Ganze ist manchmal, ihr seht es ja, schon so ein bisschen merkwürdig. Aber ja, jetzt haben wir es auch mal geschafft. Das ist immer so ein bisschen hinterher, finde ich. Wir fliegen nach Bolivien zurück. Dann sehen wir weiter. Tja, wir haben wieder einiges freigeschaltet. Ich glaube, das liegt halt hauptsächlich daran, dass wir mal das Goldene haben. Ja, wo das... Wo, ich weiß halt auch nicht, wo die anderen sind. Also ich habe keinen Plan. Ich habe noch so eins im Kopf gehabt. Aber wie man da hinkommt, weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht mehr, wo es genau war. Dementsprechend gucken wir jetzt mal, wie es in Bolivien weitergeht. Ja. Ich kann nicht glauben, dass das schon die letzte Folge ist. Naja, gut. Auf geht's, Bolivien 2. Lara hat sich wieder hübsch gemacht und ja, auf geht's. Dafür brauche ich einen klaren Kopf, Leute. Also bitte lenkt mich nicht ab. Viel Glück. Lara ist evil, man sieht es ihr schon an. Jeder, der sich zwischen mich und den Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Töte sie! Wahrscheinlich. Ja, das funktioniert doch schon mal super. Übrigens, das hier solltet ihr euch merken. Nadler Industries. Ja, Mensch, wer ist denn Nadler? Kennen wir die nicht? Wer ist das nochmal? Darüber sollten wir genau nachdenken. Sollte man sich immer ganz genau merken, was hier so rumsteht. Ich benutze mal kurz ein Medipack, einfach nur, weil es gerade gut geht. Und weil ich da direkt ein neues bekommen hätte, lol. Das geht auch hier durch, das finde ich immer wieder nice. Aber dass hier einfach so Nadler Industries steht, ist einfach voll krass. Obwohl Nadler eigentlich Nadler Technology hat. Hier gibt es keine Secrets. Ein bisschen traurig.
auch lustig, wie wir Rutland und Amanda eben so zur Seite gekickt haben. Und die beiden jetzt gerade einfach nicht hier sind. Merkwürdig, oder? Finde ich auch. James! Amanda! Wir oh Gott. Sehen uns! James! Es tut mir leid, Amanda. Der war eh unfähig. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal. Und ich werde es tun. Ja, schon irgendwie dezent krank. Aber auch hieran erinnere ich mich, glaube ich, noch ganz gut, wie der ganze Bums lief. Wir sollten uns halt einfach nur nicht von dem Vieh töten lassen. Ich glaube, das ist somit das Schlauste, was man tun kann. Okay, der macht jetzt auch auf sterbenden Schwan. Da muss man natürlich einmal ganz schnell hinlaufen und einfach nur reinstechen. Und ja, schon klappt das Ganze wieder ganz okay. Ich weiß gar nicht, wie oft man das machen musste. Ob dreimal oder viermal. Ich glaube, viermal, oder? Also es war jetzt gerade ein Viertel. Sah wenigstens so aus. Dass wir halt jetzt schon zwei Medipacks benutzt haben, ist ein bisschen ungünstig. Aber wir haben jetzt gerade immerhin ein volles Leben. Ich weiß nicht, reicht das Team 4 jetzt schon? Oder will's nochmal? Ich weiß es nicht. Puh. Jetzt gerade sieht's mit unserer Gesundheit echt ein bisschen schlecht aus. Okay, es macht jetzt wieder auf sterbenden Schwanhai. Und jetzt wahrscheinlich nochmal, oder? Ja, ungünstig. Ja, okay, instant tot natürlich. Wir sollten unsere Medipacks ein kleines bisschen effektiver einsetzen. So. Ja, dass der halt einen immer wieder auf diese Art und Weise trifft, ist einfach nur ein bisschen nervtötend. Man kann hier auch immer so ein bisschen in Deckung gehen, aber ehrlich gesagt bin ich kein Freund vom Verstecken. Allerdings bin ich auch kein Freund davon, irgendwie zu sterben, ehrlich gesagt. Vielleicht sollte ich doch auch zwischendurch mal die Deckung nutzen. Ich benutze mal kurz ein Medipack. Ich glaube, ich benutze die halt von nun an einfach nur noch, wenn ich kurz vorm Sterben bin. Ich glaube, das ist ein bisschen schlauer. So. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn man hier, ups. Ja, jetzt sterbe ich schon wieder fast. Ungünstig. Ja, wir müssen das Ding jetzt, glaube ich, echt einfach beim nächsten Mal, wenn wir wieder sterben, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, müssen wir es einfach mal ein bisschen anfangen zu lesen, denn das Vieh, wie soll ich mich dagegen denn wehren, wenn ich schon am Boden liege? Das macht irgendwie jetzt nicht so viel Sinn. Ja, wir werden es halt noch einmal mindestens machen müssen. Ich meine, es ist jetzt schon rot. Ich glaube halt, unseres geht auch durch den Stein durch und seins nicht. Aber okay, ja, tot. Aber ich glaube, das ist eine Taktik, mit der wir arbeiten können. Dass wir uns hinter so einem Stein einfach verstecken. Fragt sich halt nur, wie lange das funktioniert.
stattdessen hören wir einfach nur die ganze Zeit so, als würde Lara irgendwas schneiden, aber es ist halt, es ist irgendwie ein bisschen anderes Schwert, würde ich behaupten, Lara. Ja, okay, es funktioniert halt echt durch den Stein durch bei uns. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Es dauert halt nur ein bisschen länger. Okay. Ups. Ich bleib jetzt einfach wieder hier hinter. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Soll das Vieh halt machen, was es will. Jetzt gerade wird nichts getroffen. Ich behalte immer so ein bisschen die Anzeige von dem Vieh im Auge. Aber wir haben schon einmal das Vieh... Ja, jetzt geht's wieder. Wir haben das Vieh jetzt einmal bekommen. Ohne, dass wir ein Medipack benutzen mussten. Das ist eigentlich echt nice. Okay, zweimal ohne Medipack. Cool. Dazu sage ich nicht nein. Das war jetzt ein bisschen unfair. Aber dass sich das Vieh jetzt direkt hier hinstellt, war halt jetzt nicht der schlauste Move. Denn das ist mein Stein und... Oh. Ja, jetzt hätte ich ein Medipack benutzen sollen, tatsächlich. Ja. Wir bleiben jetzt einfach wieder hier hinter stehen. Feier ich halt schon, dass das so halt schon ein bisschen schwieriger für das Vieh ist. Ich glaube, wir nehmen diesen Stein hier. Ja, Lara, wenn du hinter den Stein gehen würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Lol, dieses Mal ging Seins auch durch den Stein durch. Finde ich nicht so fresh. So, stirb. Aua, ich benutze direkt mein Medipack. Beim letzten Mal hatten wir es halt einfach zu gut, glaube ich. Wenn ich noch wüsste, welcher Stein das war, ich würde ihn einfach instant wieder aufsuchen. Okay, das zweite Mal. Einmal hier die Kisten von Nadla kaputt machen. Wie sie dann da immer drin steht, wie so eine Olle, die halt keine Hobbys hat. Finde ich nicht so gut. Komm, einmal ins Gesicht. Das sollte dem Vieh auch schon wieder ausreichen, sag ich ja. Och, Lara, nein, 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 nein. Oh, shit. Shit, das war jetzt einmal unnötig. Lara, geh hinter den Stein, geh hinter den Stein. Okay. So, komm. Noch einmal, noch einmal. Okay, ich nehme direkt ein Midi-Pack. Jetzt hat's doch genug. Genau, sag ich ja. Stirb. Okay, jetzt müssen wir... Ich glaube, jetzt müssen wir auf volles Risiko gehen. Wir haben nicht mehr so viel Gesundheit. Jetzt versteckt es sich hinter diesem Stein. Komm schon, Lara. Ins Gesicht. Komm, jetzt gib ihm eine mit. So. Jetzt reicht's aber auch. So. Tja, Lara, jetzt machst du einen entscheidenden Fehler. Ich würde dich gern warnen, aber naja.
bitte nichts. Ziehen Sie das Schwert raus! Was? Nein! Mutter! Mutter, hör mir zu! Es explodiert, wenn Sie das Schwert nicht rausziehen! Oh Gott! Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. Laura? All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alistair, geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Tja, das war's mit der Hauptstory von Tomb Raider Legend. Ja, tatsächlich finde ich das Spiel immer noch relativ nice. Also ich hatte in der letzten Zeit halt einfach wieder Bock, die ganzen Teile nochmal durchzuspielen. Also Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Legend und Tomb Raider Underworld. Was jetzt demnächst kommen wird, was wird das wohl sein? Ich weiß es nicht. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Es war halt ein guter Reboot. Damals nach Tomb Raider The Angel of Darkness, obwohl ich mich ehrlich gesagt über mehr Teile mit Lara und Curtis gefreut hätte. Falls ihr Tomb Raider The Angel of Darkness nicht kennt, schaut es euch auf meinem Kanal an. Das Let's Play lief nicht ganz super, ich hatte zwischendurch Tonprobleme, aber es ist trotzdem nicht ganz kacke geworden. Also man kann es sich angucken, also macht es gerne, falls ihr es nicht kennt und ja. Ich weiß nicht, die Story war am Ende so ein bisschen weird, fand ich. Es war halt so ein bisschen Laras eigene Schuld, dass sie ihrer Mutter nicht helfen konnte, weil, naja, sie hat es halt zugelassen, dass sich Amanda einmischt. Ich glaube, ich hätte der irgendwie direkt eine, mitgegeben, so dass die halt erstmal nicht mehr wieder aufsteht, für eine längere Zeit lang. Ja, wenn ich Lara gewesen wäre natürlich, und natürlich nur rein fiktionell, muss man auch dazu sagen. Das Spiel finde ich nach wie vor immer noch spaßig, wenn man das Spiel halt kennt, macht es halt trotzdem noch Spaß, weil ich kenne das Spiel halt ziemlich gut. Das hat man, glaube ich, auch manchmal mitbekommen und trotzdem hat es immer noch so ein paar Überraschungen gehabt, das finde ich immer noch cool. Und ja, allgemein hatte ich eine Menge Spaß, würde ich behaupten. Und ja, ich hoffe, ihr hattet natürlich auch Spaß. Ich würde jetzt eigentlich auch so auf Grafik und Story und alles Mögliche eingehen, aber die Grafik ist halt für 2006 ganz gut. Die Next-Gen-Inhalte fand ich nicht gut. Deshalb habe ich auch wieder auf die normalen Inhalte geswitcht und ja, die Story ist halt Tomb Raider halt, ne? Also was soll man dazu sagen? Ist halt dieses Spiel. Gut. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Ganze auch gefallen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder. Bis dahin!
Chiara.